will auch mal Imposter sein. Mute. Sorry. Alles gut. Was sind die scheiß Aufgaben, Amanakoi? Moin. Moin. Ja. Moin. Also, ich habe gesehen, wie ich glaube, dass war Döner wieder Schilde gemacht hat. Ja. Und Puffy also, hat gesehen, wie ich den Müll gemacht habe. Ich muss dazu auch sagen, Lennet war, glaube ich, ein richtig einfaches Ziel. Ich weiß gar nicht, ob der noch da war, weil der stand gefühlt nur auf einer Position, hatte ich gerade kurz in den Camps gesehen. Für mich ist Thun sich das. Also ich kann zumindest schon mal sagen, die Leiche liegt vor Cockpit. Also ich war gerade auf dem Weg zu... Ach, das war den Sitzen, ne? Und... Hm? Das war den Sitzen, wo ich meinte. Auf der rechten Seite ist es. Ne, wo ganz ja. rechts ist Navigation. Ja, ich weiß was. Ey, Thunfisch? Ja? Wieso hast du gefühlt eine Minute Download gemacht? Welches Internet kenne ich? Ja. ich hab oben, ich hab in Cafeteria erst den Download gemacht. Ich hab mit dir gemacht. Ich hab früher angefangen... Und du bist ganz spät erst gegangen. Eine Minute spät erst. Wo war das? Okay, das reicht mir. Ich hätte nicht gesagt eine Minute, aber... Doch, du warst da so lange. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mitgenommen. Das Argument habe ich mitgenommen. Das reicht mir. Thunfisch, wo lag die Leiche? Für mich ist es Thunfisch. Also ich habe das, weiß ich nicht. Ja, aber ich habe keinen Verdächtigen. Bis Shadow kam. Ich würde skippen. Also Shadow muss mich gesehen haben und kann mich dann für dieses Ding prüfen. Also skippen wir. Ja. Also du, das Ding von Döner hab ich abgeholt. Also ich hab geskippt, ne? Ich auch. Das Ding von Döner hab ich abgeholt, ich bin bei Thunfisch. Also für mich ist Thunfisch aber sass. Wir gucken mal weiter, bis gleich. Willkommen zu Among Us, wo ich wirklich keinen Plan hab von dem Game. Und auch keine Ahnung hab, wo hier diese ganzen... Sachen hier sind. Aber ich glaube, ich habe sie ganz gut überzeugt, dass ich es nicht bin. Scan kann man nicht faken, nur so als Tipp. Ah, okay. Perfekt. Perfekt, dankeschön. Oh, Toothpatch hätten wir, glaube ich, machen können. Toothpatch hätten wir, glaube ich, machen können. Oh, Scheiße! Here we go again. Oh. Okay. Ganz kurz. Ja. Obwohl, nee, wo liegt die Leiche? Wo liegt die Leiche? Hä? Hab ich reported? Ja. Hey, ich hab nicht mal auf Report gedrückt. Ne, Gina hat reported. Wolltest du vielleicht auf Kill drücken? Gina hat reported. Zu spät. Ja, sag ich ja. Gina hat reported. Aber Lukas ganz kurz da. Und darf ich kurz sagen, Rot hat sich gescannt und Blau habe ich oft gesehen, wie er Aufgaben gemacht hat und habe ich sorry, auch... I'm sorry. Ich habe zwei Sachen, die mich gerade ein bisschen stutzig machen. I'm sorry. Döner hat gerade auf Thunfisch geschossen. Döner ist tot. Wer hat auf wen geschossen? Döner hatte auf Thunfisch, ne? Genau. Ja. Und... Dazu komme ich jetzt. Ich stand gerade mit Thunfisch relativ am Anfang, da wo auch Oxygen auszumachen ist, auf der rechten Seite. Ja. Und da ist auch eine Task. Ja. Was war das für eine Task? Das war die Blätter-Task. Hast du ganz schön lange für gebraucht, ne? Also ich kam nach dir an und du warst aber fast noch, keine Ahnung, 15 Sekunden, 5 bis 10 Sekunden nach mir. Dann bist du in Navigation gegangen, dann bin ich kurz weggegangen. Ich habe, glaube ich, Blau da rauslaufen sehen und du warst auf einmal weg. Ich weiß nicht genau, ob ich kurz den Radius verloren habe und dich nicht mehr gesehen habe oder ob du vielleicht durch den Vent bist. Also ich bin auf jeden Fall nicht gewendet.
spiele auch noch nicht so lange Among Us, deswegen kann es sein, dass ich ab und zu bei manchen Tasks eventuell mal ein bisschen länger brauche. Ja, ist jetzt schwierig. Es kann sein, das kann aber auch ein Imposter-Move sein, ja, aber natürlich kann... passend dazu. Task nimm mir das, keinen Spaß. Nimm mir das nicht übel, Kevin. Mein Herz blubbert nur für dir, ne? Aber ich finde, du machst in dieser Runde ordentlich Druck. Sag ich, wie es ist. Ja, aber nur, weil ich gerade in diesem Moment das ein bisschen sass finde, dass gerade nachdem auf ihn geschossen wurde, diese Person tot ist und die angeschaut Punkte, die ich gerade hatte. Außerdem müssen wir voten. Ich habe keinen Bock auf einen Task-Win. Richtig. Was haltet ihr, wenn wir jetzt... Ich bin's wirklich nicht. Ich war schon dreimal Impostor, ganz ehrlich. Wenn wir jetzt entweder Toonie oder Kevin machen, ja, fünfmal und wenn es der nicht ist, müsste es ja rein theoretisch der andere sein. Oder irre ich mich da? Aber erstmal kannst du es nicht sehen. Du weißt nicht, ob er es wirklich ist. Ne, davon abgesehen, klar, ihr könnt jetzt, von mir aus votet mich als erstes raus und dann Thunfisch, dann habe ich halt wieder eine Geisterrunde. Wir haben sowieso gleich einen Task-Win, von daher ist mir das egal. Aber ich bin es wirklich nicht. Task-Win gehen. Warum wollt ihr bei 8 Leuten hoch? Weil der Task-Win langweilig ist. Hey, warum, wenn wir schnell die Task machen? Ich habe schon meine fertig, schon längst. Und dann war ich für die Rest der Runde mit Ruth, also ich verstehe nicht, wie man so lange für Aufgaben braucht. Ich mach's ja, wenn man das im ersten Mal spielt, vielleicht. Hab ich ja gerade gesagt, Task-Win ist langweilig. Also ich hab jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vertraue ich Kevin, ich hab jetzt Tuning gemacht, sorry. Digga! Alter! Wow. Ich hab gerade schon Move abgegeben mit meinen Aussagen, wo ich Imposter war, ich würd's nicht nochmal machen. Ich will doch nur ein bisschen die Leute gegeneinander aufbringen, weißt du? Ich glaube, wir müssen jetzt nur schneller mal einen umbringen, Gene. Thunfisch hat da ganz schön die Medbay-Scan gefaked. Bei Visual Tasks an. Danke. Stand also daneben die ganze Zeit. Ja, der muss ewig lang, ohne dass ich da was tat. Die ganze Zeit ist Thunfisch jetzt irgendwie aufgefallen. No front. Sorry. Ach, aber gerade noch auf mich schießen, weißt du? Ich hab gerade eben auch Thunfisch genommen, hab ich doch noch gesagt. Aber hast du trotzdem beim Reden auf mich geschossen? Das hat vielleicht einer... Der ich habe auch gesagt, dass mein Herz für dich blubbert. Ja, ja. Ich bin ja, aber nicht bei Medbay gewesen, sondern beim Reagenzglas, aber gut. Hm, komm. Ich glaube, also... Nein. Ich glaube, also einen haben wir jetzt schon raus. Ich mach mal Sabotage, oder? Was ist das? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen jetzt aber einen killen. Wo sind denn hier die Leute? Ich habe auch gesagt, dass mein Herz für dich blubbert. Der wird sich jetzt so ändern. Die Leiche liegt in Electrical. Ich bin gerade hingegangen, weil ich gerade aus Batman wiedergegangen bin und gesehen habe, dass immer noch jemand Electrical ist. Also ich habe auch gesehen, wie Jean nach Medbay reingegangen ist, sehr lange da drinnen war. Auf der Cam habe ich das gesehen, wie er sehr lange da drinnen war und dann wieder rausgegangen ist. Das könnte natürlich eine Zeit sein, wo er gewendet ist. Heißt aber nicht, es kann auch sein, dass er einfach lange da drin war. Also jetzt gerade stand jetzt, Shadow und Lukas bin ich eigentlich relativ sicher, dass sie es nicht sind. Dachte im letzten Kill jetzt, dass es Kevin eigentlich nicht ist. Jetzt ist er tot, ein bisschen verdächtig. Profi, Jordan, weiß ich nicht, kann ich nicht zuordnen, hab bei euch noch nichts gesehen. Aber ich finde, der macht das wieder relativ schlau. Oh, und schlau traue ich ja Jordan zu, ne? Aber hab keinen Fall, also ich weiß nicht. Müssen wir jetzt killen oder könnten wir skippen? Wir könnten skippen, aber ich würde jetzt Gene voten. Ich hab meine Tasks fertig. Schon lange. Ja, ich auch. Schwer gerade, sehr, sehr, sehr schwer. Ich glaube, die schaffen die Tasks, das ist das Problem. Okay, also, warte. Die Leiche, ich kann jetzt schon sagen, Leiche liegt in Security. Lukas ist es nicht. Ich und Shadow waren da, gerade beim Abkunden. Und Tage.
Ja. Das heißt entweder hellblau oder lila. Weil ich habe auch gesehen, dass ein Admin-Table auf einmal die ganze Zeit nur noch einer war. Ja, aber ihr habt es eigentlich doch gerade selber beantwortet. Shadow und Lukas waren die ganze Zeit auf einem Haufen. Ihr wart doch die ganze Zeit gerade zusammen, oder nicht? Ja. Also ich glaube, ich habe Jean ganz am Anfang einmal gesehen. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass er ist nicht zu 100%. Und Lukas und Shadow habe ich die ganze Zeit gesagt, dass es eigentlich keiner von denen ist. Eigentlich. Deswegen, ich würde jetzt Profi wählen, weil wir müssen jetzt so langsam wählen. Ja, okay, komm, lass Profi. Wenn die Runde gleich nicht vorbei ist, votet bitte Jean, denn ist es. Danke. Danke. Ey, Luca, Finn! Moin, na? Alles gut bei dir? Ihr müsst jetzt zwei tun, am besten gleichzeitig, ja. Ey, warum werd ich immer als Erste gekillt? Beide meine Verdächtigen waren es. Leute, ich muss Rudi machen, was du passt. Rudi, ich war so ein bisschen sass auf dich, weil du in den Reaktor reingegangen bist. Und danach habe ich dich irgendwo anders gesehen. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich gesehen habe, wie du rausgegangen bist oder nicht. Da war ich schon verdächtig auf dich. Das Problem, Leute, mein Problem war, ich habe keine Ahnung, wo die Tasks sind. Also konnte ich das auch nicht irgendwie, weißt du, vormachen oder so tun. Das ist das Problem. Wie fandet ihr mich als Imposter? Erste Runde Imposter bei mir, wie fandet ihr mich? So eine Frechheit, dass du damit durchgekommen bist, ey. Ich finde auch ziemlich frech, dass ich rausgevotet werde, obwohl ich... Ey, sorry, aber das war... Ich hab nur gesagt, das tut mir jetzt auch sehr leid, dass es wirklich nicht so war, aber es sah wirklich so aus, als hättest du was gefaked. Das tut mir sehr leid. Der Beef zwischen Toni und Kevin, den ich einfach mal reingeballert hab. Judy, tut mir echt leid, aber es kam halt echt verdächtig rüber in dem Moment. Also ich weiß ja, dass meine Art, Tasks zu machen, eventuell etwas verdächtig sein kann. Aber ja, das war gar nicht Matt Bay, das war das Reagenzglas. Aber bei mir, also ich schwöre dir auch, Klo. Ja,